Hallo Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Mein Bruder und meine Mutter sind hier in Japan zu Gast über Weihnachten und Neujahr und wir fahren heute in die Nagano-Präfektur, in das Zentrum Japans, da wo die Berge sind. Und heute geht's nach Karuizawa, ein Ort im Osten von Nagano. Und da fahren wir hin mit dem Shinkansen, den berühmten japanischen Hochgeschwindigkeitszüge. Und wir sehen uns dann am Bahnhof und dann zeige ich euch ein paar Züge. Bis dann! So, jetzt sitze ich im Shinkansen Richtung Karuizawa. Das Ticket hat 5.400 Yen, das heißt in Euro ungefähr 48 Euro ungefähr. Das heißt, die ganze Angelegenheit ist nicht gerade billig, aber das ist immer so bei dem Shinkansen. Das ist ziemlich teuer in Japan zu reisen, wenn du mit dem Zug reist. Aber dafür kannst du sehr schnell damit reisen. Ich habe mir gerade das Ekibento gekauft. Das ist sozusagen so ein Mittags-Lunch, was man sich kaufen kann. Und das werde ich gleich essen, das werde ich euch gleich zeigen, wie ich es esse. Und jetzt gibt es ein paar Musikaufnahmen von der schönen japanischen Landschaft und dem Essen. Yeah! Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, bibbing dope on flame. I just switched the lanes, damn he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off. See the bill that I'm running. So, da sind wir jetzt angekommen in Karuizawa in Nagano. Und wie ihr seht, es hat hier tatsächlich Schnee. Das heißt, es war richtig krass gerade. Wir sind in einen Tunnel gefahren. Und davor hat es noch keinen Schnee. Und dann sind wir durch den Tunnel durch und dann war plötzlich Schnee da. Und das war ziemlich cool. Wir haben hier heute wunderschönes Wetter hier in Karuizawa in der Nagano-Präfektur. Wofür ist der Ort bekannt, Karuizawa? Es ist ein Ort, der vor allem im Sommer dafür geeignet ist, für die Leute aus Tokio. Da haben viele Leute aus Tokio oder einige Leute aus Tokio, die eben das Geld auch haben, haben hier in der Gegend so ihr Ferienhaus. Da gehen sie vor allem im Sommer hin, weil es hier im Sommer vor allem ja am besten sein soll. Es ist eben aber auch dafür bekannt, dass hier nämlich eine komplette Staffel von dieser Serie, die gibt es auf Netflix, Terrace House, ne? Die habe ich ein paar Mal schon in meinen Videos erwähnt, hat hier stattgefunden in Karuizawa. Wer die geschaut hat, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und deswegen finde ich das mega cool, weil hier die ganze Staffel Terrace House stattgefunden hat und dass ich mir das anschaue, da habe ich richtig Bock. Und man kann ja auch ein bisschen Skifahren, hier ist ein Berg im Hintergrund, da gehen wir vielleicht morgens Skifahren. Es ist einfach ein Ort, ein bisschen in den Bergen mit schöner Natur, auch Hotels und sowas. Was wir jetzt machen, wir fahren mit dem Bus zum Onioshidani Park, heißt das. Das ist so ein vulkanischer Park am Fuße oder am Rande eines Vulkans. Da fahren wir mit dem Bus hin, das soll richtig schön sein. Und da nehme ich euch mal mit und schaut und ich zeige euch so ein bisschen die japanische Landschaft. Wir sehen uns dort auf dem Berg bzw. ne, auf dem Hügel. Bis dann. So, wir fahren jetzt mit einem typischen Linienbus sozusagen und ungefähr 40 Minuten, dann kommen wir an. Und ja, ich denke, auf der Fahrt kann man schon ein bisschen die Gegend betrachten. So, ich glaube, ihr habt es gerade ein bisschen gesehen. Japan ist einerseits richtig modern und andererseits so richtig unmodern. Hier standen so viele Leute in der Reihe und haben am Ende mit all den kleinen mit den Münzen bezahlt für das Ticket quasi am Ende, bevor sie rausgegangen sind. Es war so umständlich, hat so ewig gedauert, bis jeder raus war. Und ja, es war schon ziemlich witzig. Japan ist auf jeden Fall ein interessantes Land. Keine Frage.
Schnee. Wir haben gerade was Krasses entdeckt, und zwar, ihr seht es hier, das Foto. Der gute alte John Lennon und seine Ehefrau Yoko Ono und ich glaube ihr Kind waren ein ums andere Mal wahrscheinlich auch hier. Und das ist cool. Also da, wo John Lennon rumgelaufen ist, berühre ich gerade den Boden. Oder so ähnlich. Nach ihm, der größte Promi nach ihm, bin quasi ich so. Also, ja. Nein, das war, also ihr wisst, wie ironisch das ist. Ihr wisst es so. Das ist hier richtig schön. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen an Europa. Wir haben hier Panoramasicht, ne, auf die Berge da hinten. Da ist der Vulkan da oben. Nee, und es sind alles so Felsen hier. Diese Landschaft ist sehr schön. Ja, also es ist richtig entspannt und kaum Leute da. Extrem relaxing. Quasi Urlaub für mich. Also genau da, wo wir sind, das heißt nochmal Oni Oshidashi N. Ich werde es euch hier aufschreiben oder verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Falls ihr nach Kaluisawa kommen solltet, dann kann ich das jetzt schon so empfehlen. Allein die Fahrt hierher war richtig schön und ja, eine sehr schöne Landschaft, sehr schöner Ausblick. So, jetzt im Airbnb angekommen, beziehungsweise ist eigentlich eher ein Hostel, aber über Airbnb gebucht. Das hat jetzt für 3 Personen so ungefähr 90 Euro gekostet. Also preislich geht es, finde ich, in Ordnung, dafür, dass ich es auch erst vor einem Tag gebucht habe. Und ja, das war's von dem Vlog heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da, das würde das Video supporten. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace!